Hallo zusammen, hier ist Amano mit einem weiteren Let's Play zu Hearthstone Heroes of Warcraft, dem neuesten Spiel von Blizzard Entertainment. In unserer Let's Play-Reihe sind wir jetzt beim vierten Let's Play angekommen. Wenn ihr die davor verfolgt habt, wisst ihr, dass Nashira 2:1 führt. Hallo Nashira. Hallöchen. Hallöchen? Hallöchen. Oje, ist das dein neuer Schlachtruf? Sozusagen, klingt ja schon richtig nach Kampf und Aggression. Hallöchen, Hallöchen. War ich gerade woanders. Naja, also, Teil 4, diesmal der Schurke. Mal gucken, ob ich alles gleichen kann. Hallöchen. Das wird mich jetzt noch eine Zeit lang verfolgen. Ich merke das schon. Hallöchen. Na, hoffentlich lenkt dich das so sehr ab, dass ich mit einer Kugel lang gewinnen werde. Ich glaube nicht. Ich denke schon. Ich glaube nicht. Ich hoffe. Zu viele teure Karten. Und mal zwei abschmeißen. Das dachte ich mir auch gerade. Wegschmeißen. Na, ihr wisst schon. Also vom Hocker haut mich meine Starthand jetzt nicht unbedingt, aber naja. Okay. Naja. Da ich jetzt dran bin, kann ich euch auch gleich passenderweise die Easter Eggs des Hintergrunds vorstellen. Viertes Spiel, vierter Hintergrund. Wir sind diesmal quasi bei den Pandaren oder Pandaren. Ich weiß bis heute nicht, wie es ausgesprochen wird. Ich sage immer Pandaren. Entschuldigung. So viele eben nicht. Ich sage immer Pandaren. Weil ich immer an den Panda denke. Oben links könnt ihr auf den Lampenhänger klicken. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwann runterfällt. Ich habe es noch nicht geschafft. Ich auch noch nicht. Ihr könnt auf den Drachen klicken, dann bewegt er sich ein wenig. Wenn der Drache euch nervt, könnt ihr auch auf den Pfeil klicken, mehrmals. Und, ups. Fehler wurden begangen. Fehler wurden begangen. Ihr könnt auch das Licht oben links ausmachen und wieder an. Wenn ihr es anstellt, kommt ein kleiner Soundeffekt. Ich bin jetzt mal ruhig, ob ihr das vielleicht beim Video hören könnt. Ich bin mir nicht sicher. Aus und... Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Vielleicht müsst ihr mal schauen. Unten links könnt ihr natürlich auf den Gong dongen. Und zwar mehrmals. Ihr könnt auch die Blumen kaputt machen daneben. Die kleinen Blumen brauchen nur einen Mausklick. Die größeren mehrere. Oh, der Effekt ist nicht schnell genug geklickt. Wie ihr seht, wachsen die relativ schnell wieder nach. Ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, den ganzen Busch zu entblumen. Ihr könnt das ja mal, wenn ihr euer Gegner ewig lange braucht, zu überlegen, versuchen. Vielleicht geht das. Wenn das funktioniert und ihr habt das geschafft, dann schickt mir doch das Beweisvideo davon hier unten in die Kommentare. Vielen Dank. Oben rechts könnt ihr auf das Wasserrad klicken, das sich dann dreht und eintaucht mit einem Soundeffekt. Ihr könnt die Tür des Hauses öffnen und wieder schließen. Und wieder öffnen. Und wieder schließen. Unten rechts wird es interessanter. Das ist quasi euer Garten, wie ihr das aus Pandaria ja auch schon kennt. Ich habe jetzt hier meine drei Melonen, die kann ich zermatschen. Und wenn ich dann ein bisschen mehr Zeit nehme und dann auf dieses Wasserrohr klicke, fließt auch tatsächlich Wasser. Und neue Früchte wachsen in meinem Garten. Eine Melone und zwei Radieschen, rote Beete. Irgendwie so. Das Ganze ist leider ein bisschen buggy. Wenn ihr nämlich zu schnell klickt, dann fließt Wasser permanent und es wachsen keine neuen Früchte. Das ist leider ein bisschen schade. Da das jetzt allerdings so oft nacheinander klappt, vielleicht ist es auch tatsächlich gefixt worden, denn es gab ein paar Stunden, bevor wir dieses Video hier aufgenommen haben, einen neuen Patch. Momentan scheint es nicht mehr buggy zu sein. Ich bin gerade ganz fasziniert von der roten Beete in Form eines Kürbisses bzw. einer Melone. Das fesselt mich gerade. Ja, das ist ja... Du schaust ja isometrisch von oben drauf, ne? Vielleicht ist es ja gar nicht rund, sondern es ist ja doch spitz, wenn es rote Beete ist. Du siehst es nicht, weil du isometrisch drauf schaust. Die Karotten stecken ja auch mit der Spitze im Boden. Man sieht es ja nicht genau. Ja, also ich würde behaupten, das ist gefixt. Denn so oft, wie ich hier klicke, in der Vergangenheit wäre es auf jeden Fall irgendwo hängen geblieben. Aber es ist ja Open Beta, von daher gefixt. Das wären jetzt alle Easter Eggs des Pandaren-Hintergrunds. Und deswegen mache ich mal direkt im Spiel weiter.
Wer liebt sie nicht? Ich liebe diese Murdoch-Geräusche. Ich könnte sie mir den ganzen Tag über anhören. Und deswegen hast du sie auch als SMS-Klingelton geholt. Richtig. Obwohl du kein WoW spielst, nach wie vor. Das stimmt ja. Aber vielleicht... Und eigentlich WoW sogar hasst. Naja, hassen ist zwar ein starkes Wort, aber ja, so ein bisschen. Aber wer weiß, vielleicht wegen den Murlocs und so. Das werde ich ja auch noch austreiben. Meinst du? Ja, ich denke schon. Man muss einfach nur mal dich vernünftig an WoW heranführen und dir zeigen, dass es nicht nur ein gutes, sondern auch ein vernünftiges Spiel ist. Ich bin dem auf jeden Fall mit der Tendenz offen. Was gibt's zum Schurkenset zu sagen? Nicht so wahnsinnig viel. Es gibt ja jetzt nicht, wie ich zumindest finde, die Möglichkeit, defensiv oder offensiv das Schurkenset zu bauen. Ihr habt sehr, sehr viele Karten, die mit Heldenfähigkeiten zu tun haben. Das heißt, dass ihr keine Diener ausspielt, sondern dass ihr eine besondere, ja, besonderen Skill ausführt. Die sind relativ gleich mit den Skills der Schurken im Spiel. Guck, was ihr macht. Okay. Mhm. Und ihr habt damit sehr viele Möglichkeiten, das Spielgeschehen zu kontrollieren. Ich zeige euch das jetzt gleich mal. Sobald ich wieder dran bin. Na, ich habe jetzt hier zum Beispiel eine Karte namens Meucheln. Die Skills oder die Karten, besser gesagt, sind wirklich auch benannt nach den Skills der Schurken im Spiel. Wie das bei den meisten Sachen so ist. Kostet mich 0 Mana, fügt einem unverletzten Diener 2 Schaden zu. Ich spiele sie jetzt nicht aus, weil dann hier der Armani Berserker in seinen Wutanfallmodus verfällt. Denn 2 Schaden reichen nicht. Ihr müsst dabei einfach gucken, dass ihr euch ein Set zusammenstellt, mit dem ihr A, viele eurer Schurkenfähigkeiten ausspielen könnt, aber B, die Diener nicht vernachlässigt. Das ist mir nämlich am Anfang passiert. Ich hatte so viele Schurkenfähigkeiten auf der Hand, gerade in den unteren Levelbereichen, nicht Levelbereichen, sondern Mana-Bereichen, dass ich einfach keine Diener hatte. Und konnte dann meine Fähigkeiten auch gar nicht ausspielen. Ich hatte mit noch einem Tank gerechnet. Später. später. Ha, so gut wie er den. Autsch. Ja. Es hat dich doch nur den Tank gekostet. Ja, aber... Das war mein Tank. Naja, mittlerweile, wenn ihr jetzt die anderen Videos vorher schon gesehen habt, die Let's Plays, wisst ihr, dass Dashira immer massenweise Tanks auf der Hand hat. Ach ja, von daher wird der eine jetzt nicht wehgetan haben. Massenweise ist schon richtig so. Ach ja. Hätte ich mir noch für später aufbewahren können. Aber. Normalerweise spare ich mir diese Karte, also Kopfnuss, immer für die großen Tanks auf, die der Gegner ausspielt. Aber ich habe es jetzt mal gemacht, damit ich freie Bahn auf den Helden hatte. Und jetzt in der nächsten Runde nicht direkt Schaden reingedrückt bekomme, sondern sie muss erstmal eine Karte wieder ausspielen. Legt euch nicht mit Zorn. So viel Auswahl. Ihr könnt ja auch noch schön den Anzeigebug sehen. Meine Kopfnuss hatte... Okay, jetzt kann ich nicht mehr zeigen. Vielleicht beim nächsten Mal. Es ging um die Karte, die ich per Kopfnuss wieder in ihr Deck zurückgeschickt hatte. Aber ich zeig's euch beim nächsten Mal nochmal expliziter. Falls ich nochmal in Situation komme, heißt das natürlich. Und schon wieder ein Tank. Ich habe nicht genug Mann. Ja.
Los geht's. Hey, und tschüss. Dachte ich mir natürlich auch, dass du dich selbstverständlich als Druide immer wieder hochheilst und hochheilst und hochheilst. Mhm. Aber die Karte mag ich in der Tat auch ziemlich gern, die Priesterin. Vier Leben ist nämlich auch schon eine Menge. Dies ist unsere Stadt. Haut ab! Haut ab! Du hast es gehört. Los geht's. Das, so wie das gerade aussieht, das... Nein. Endlich mal ein bisschen Schaden hier. Das darf so nicht... Aua, das darf so nicht bleiben. Nein. Nein. Sehr lustige Karte hier. Die Schurkenkarte. Rädelsführer der Defias, der noch einen weiteren Defias-Banditen ausspielt. Jeder, der WoW gespielt hat... Scheiße. Dieser scheiß Stämmchen von Sturmen. Das sind jetzt 15. Ja. Also jeder, der WoW gespielt hat, kennt die Defias natürlich. Und wenn man dann die Karte selber hat und ausspielt, ist das schon irgendwie lustig. Okay, keine 15 Schaden mehr, dafür der Tank weg. Falls nicht so schön ist. Ah, jetzt machst du nicht. Nicht genau das, was ich gehofft hatte, aber okay. Weil eine sehr lustige Karte ist, nämlich die hier. Okay. Diese Karte kannte ich noch nicht. Naja, das ist halt... Ich hatte halt gehofft, du spielst noch einen weiteren Diener aus. Weil tatsächlich links und rechts von der Karte, auf die man diese Fähigkeit anwendet, wird dann der Schaden hingeleitet. Dementsprechend, wenn du jemanden da hast, bei dir mit 6 Schaden, dann macht er dir durchaus mal kaputt. So nicht schlecht, da muss ich wirklich sagen. Gut gespielt. Danke. Danke. Ich glaube, ich brauche mehr Karten. Oh. Okay. Tja. Da bin ich auf 11 runter. 2, 4, 6. Nee, er muss weg. Muss ich meine leider opfern. Das wäre zu viel. Auf 11 runter. Los geht's. Das war's. Ihr könnt ja hier unten schon mal sehen, zeigt mir nochmal eine weitere Schurkenkarte. No? Na? Ich sag jetzt nicht, welches ist. Das weiß der Shira das auch. Aber ihr könnt ja schon mal gucken. Das sind dazu die Schurkenkarten, die man dann so hat. Das sind halt wirklich mehr Skills als Diener. Mann, eben und deine Tanks. Ein paar brauche ich. Finde ich nicht. Ich finde, das geht ohne Aufrüstung. Nein? Also, da muss ich dir widersprechen. Ich zeige euch ab und zu eine Schurkenkarte. Auch wenn ich nicht sage, was es ist. Ich zeige euch jetzt auch schon mal an, was ich gleich als nächstes machen werde. Obwohl, nee, ich mache dann doch eher das. Das klingt irgendwie so, als würde mein Kern nicht lange überleben. Ich habe so ein ungutes Gefühl. Ich fürchte gerade um mein Hündchen. Um dein Hündchen? Ja, mein süßes kleines... Ja, natürlich. Das Attentat. Ich hätte es wissen müssen. Und mal wieder. Vielen Dank, weil das jetzt nicht wirklich gut gespielt war, sondern halt nur eine besondere Karte gezogen. Aber trotzdem, Dankeschön. Eine typische Schurkenkarte, würde ich sagen. Ja, das ist wichtig. Aber du hast immer noch viel zu viel Leben.
Gegensatz zu mir. Los geht's. Wie gesagt, das können wir ruhig so lassen. Da habe ich kein Problem mit. Immer noch 6 mehr. Klar, du hast natürlich ja gerade 8 geheilt, aber trotzdem. Oh Mann, der Champion nervt mich so sehr. Du spielst ihn gerade zum zweiten Mal diese Runde aus, oder? Kann sein. Keine Ahnung, du spielst ihn so oft aus, ich komme da echt durcheinander. Geh weg. Ach komm. Wenigstens weiß ich jetzt, dass du keine Kopfnuss mehr hast. Jetzt kann ich euch zeigen, was ich meinte. Kopfnuss schickt die Karte eigentlich wieder zurück auf ihre Hand. Aber es gibt einen Displayfehler im Spiel, denn sie liegt jetzt hier vorne quasi umgedreht. In Trading Card Sprache würde man sagen, sie wäre getappt. Normalerweise müsste sie hier oben wieder sein. Aber es passiert nicht. Dadurch überlappen sich die beiden Karten jetzt, was zwar nicht besonders schlimm ist, aber doch irgendwie stört. Auch das, denke ich, wird gefixt werden, weil Open Beta. Ich hoffe, dass diesmal nicht du so oft gebufft wirst, sondern wirklich auch ich. Ja. Mit meinem Kraftverstärker 3000. Gut so. Auch eine sehr lustige Sache. Der Kraft, dieser Goblin-Mecha-Drill spielt halt irgendeine Erfindung aus, zufällig. Man weiß nicht welche. Und fast jede Erfindung hat eine Fähigkeit, die sie auf jeden anwenden kann. Das heißt, es passiert relativ oft, dass ich meinen Gegner damit helfe. Was ich natürlich nicht möchte, aber es nicht zu finden ist. Die Tore sind geöffnet. Sollen wir noch einen zweiten Tank dahin? Was meinst du? Ja, klar. Ja. Klar. Warum nicht? Das werde ich nicht hinnehmen. Los geht's. So, und dann 12 Schaden auf dem Feld, meine Liebe. Oh, kuriere mich. 13. Oh, na sowas. Hast du keinen Tank, bist du weg. Oder heilst du dich nicht, bist du weg in der nächsten Runde. Oder tötest du nicht meine Damage-Dealer. In Anführungszeichen Damage-Dealer, bist du weg. Sternfeuer. Das überlebe ich zumindest mit einem. Gut, dass ich gerade gebufft wurde. Vielen Dank, lieber Kraftstrecker 3000. Wie war das? Schon okay. Bitte? Dieses suffisante Lächeln, Lachen sogar. Ja. Gucken, dass ich dir das aus dem Gesicht baller. Nämlich erstmal die Klinge des Assassinen anlegen. Dann Gift drauf. Los geht's. Dann heißt es hier 5. Und 6. Wer zuletzt lacht? Lacht am besten, aber eigentlich hättest du erst mit deinem komischen Erfinder angreifen müssen und dann mit deiner Heldin. Weil? Dann bin ich dich selbst quasi. Richtig, den Todesstoß mit der Heldin persönlich sozusagen. Ach, das ist mir Wurst. Hauptsache gewonnen. Hauptsache gewonnen? Hauptsache gewonnen. Hauptsache gewonnen. Da besteht jetzt 2-2. Ausgeglichen. Bin fair. Ziemlich gespannt, wie es weitergeht. Ich auch. Vielen Dank, Nashira. Immer wieder gerne. Vielen Dank euch für eure Aufmerksamkeit. Hallöchen. Und wir sehen uns dann im Spiel. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.